Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren. Das Polizist angesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberKnife um einen Kommentar. Das mag es. Erkennt man ja auch nicht mehr als Android, ne? Sieht aus wie ein normaler Mensch. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Okay. Suche das Graffiti. Ja gut, da hinten ist es nicht. Ja. Alles klar. Hey, bei dir? Habt ihr etwas Kleingeld? Ach ja? Was hat er gesagt? Ach, lesen natürlich. Android auf der Flucht. Anwohner des Detroiter Vororts Camden wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizeifahndung mit Straßensperren und Befragungen einen Straftäter aus seinem Versteck jagte. Doch dieser Flüchtige ist anders. Der Verdächtige ist ein Android. Das defekte AX400-Modell leidet wahrscheinlich an einer extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich der Polizei zu entziehen. Er sprintete auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig und ohne offiziellen Bericht ist es unmöglich zu sagen, was wirklich geschehen ist. Doch die Reporter der lokalen Nachrichtensender gehen dem Fall nach. Ein Sprecher von CyberKnife war für einen Kommentar nicht verfügbar und die Spekulationen gehen weiter. Die NASA hat den Start einer 5-köpfigen Androiden-Crew zur Erforschung des Jupiter-Satelliten Io angekündigt. Die Reise wird 3 Jahre dauern und man hofft, viel über den Ursprung unseres Sonnensystems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltraum, doch beweist die erste reine Maschinencrew, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Androiden sind ein enormer Gewinn für die Eroberung des Weltraums, erklärte NASA-Direktor Michael Shelley. Kosmische Strahlung zerstört die menschliche DNA, Menschen leiden bei langen Weltraumreisen unter zahlreichen Einflüssen. Androiden sind gegen die meisten dieser Effekte immun. Die NASA bestätigte, dass keine Rückreise geplant sei und dass die Androiden mehrere Monate auf Io arbeiten sollten, bevor sie durch die extremen Bedingungen dort zerstört würden. Folge dem Weg nach Jirich. Achso. Ach, dann ist es doch. Mensch, an der Wand, guck mal. Ja, ich hab's doch gefunden. Mein Gott, da ist es. Kann ich mit ihm reden? Nö. So. Analysiert. Ach so, das sind mehrere Graffitis, ich verstehe. Und die quasi zeigen mir den Weg nach Jericho. Dort, wo Androiden angeblich frei sind. Aber eben nur angeblich. Na gut, gucken wir auch hier. Mal gucken, ob wir mit denen reden können, aber die werden sich wahrscheinlich auch nicht antworten. Anscheinend nicht. So. Und das nächste. Es
an irgendeiner Häuserwand. Na, das ist ja super. Okay, da möchte sie anscheinend nicht, möchte er nicht drüber gehen. Da drüben. Wir laufen über die Straße rüber, gar kein Problem. So, das erste haben wir schon mal. Wo ist das zweite da? Roboters an die Wände. Wo sind denn Roboters an die Wände? Ich weiß es nicht. Könnte hier sein. Da sind die Roboters an die Wände. Okay. Da ist nur eins. Ach guck mal, das nächste ist direkt daneben. Das ist ja super. Kann ich noch nicht sehen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da ist es doch. Meine Fresse. Na gut, warte. Dann machen wir das hier. Jetzt kommen wir da nicht hin. Leise rein und dann Krach machen, das ist eine gute Idee. Ja, das kann jetzt entweder hier irgendwo sein oder... Ja, ach, da ist es ja schon, okay. Der zielorientiert gerade. Jo. Habe ich natürlich gesehen. Finde einen Weg auf das Dach. Das Ding da kann man bestimmt benutzen dafür. Komm her. Lass dich bewegen, Drecksding. So. Ja, läuft. Barke irgendwas. Oh Gott, das wird so nicht. Rechten Stick wählen für eine Route. Ach, könnte klappen. Läuft. Lübt, lübt, lübt. Da oben. Ah, ich sehe zumindest schon mal drei davon. Und zwar da. Da. Und da. And maybe this is the way to Jericho. Na gut, nehmen wir den. Okay, das Ding ist scheiße. Aber wo kann ich noch versuchen? Ach, hier.
Aber die Frage ist, ob das besser ist. Und dann einfach hier hoch. Okay, das wäre zu hoch, okay. Und das? Läuft. Na dann, ausführen. Aber ist krass, dass sie das auch können halt, ne? Ist schon heftig. Also ich meine, es ist eine Maschine, klar. Aber trotzdem. Frage, muss ich denn dafür hier durch? Nee. Oder doch? Bin mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Ansonsten muss ich halt wieder zurück. So. Einmal durchschlüpfen. Ja, wer bin ich ja schon draußen? Nee, das kann nicht sein. Warte mal, gib mir nochmal den nächsten Hinweis. Ich will ihn gucken. Ich würde das gerne immer machen können, wenn ich es will, weil das ist irgendwie doof. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Na gut, dann scheiße. Ist jetzt doof gelaufen, ne? Dann gehe ich halt doch hoch. Jericho. Da hinten. Ja, gut, ich gehe jetzt einfach noch hoch. Ich weiß nicht warum, aber hey, was soll's. Ja, klettern wir auch, kein Problem. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein anderer Weg, um raufzukommen aufs Schiff. Keine Ahnung. Aber wie soll ich denn von hier runterkommen, ohne zu sterben? Das ist eine gute Frage. Ach, da ist Wasser. Na dann. Ich dachte gerade, hey, was ist denn jetzt los? Puh. Dann wären wir wahrscheinlich gar nicht ins Schiff gekommen, ne? Vermute ich zumindest. Ach, eine Taschenlampe. Braucht der eine Taschenlampe? Hä? Das ist die Frage, braucht der eigentlich eine Taschenlampe? Kann er nicht auch so sehen? Hier ist irgendwas.
Dahinter. Wo komme ich schon dahin? Ach, hier. Ja gut, das war jetzt einfacher als gedacht. Wir haben hier aber auch noch andere Räume, die will ich eigentlich auch mal durchsuchen. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall Geräusche. Geht nicht. Okay. Man hört hier Geräusche, aber ich glaube, hier ist nichts. Also, die Frage ist, wo ist hier was? Hä? Wo ist denn die andere Tür? Ach, da. Geht auch nicht. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, aber hier geht's weiter. Kam von hier, aber hier ist nichts. Na dann. Gehen wir mal da durch. Hätte man auch vorher machen können, dann wären wir da einfacher. Aber hey. Auch zu. Die muss ja auf sein, weil irgendwo muss sie ja hin sein. Oh, ich sehe schon, komm, wir müssen noch kämpfen. Wir müssen doch bestimmt noch irgendwie kämpfen. Warum ist denn die Kamera gerade so scheiße? Weiter. Oh. Willkommen in Jericho. Wait. Ist das nicht der vom Anfang des Spiels? Ist der ersten Mission? Er sieht zumindest sehr, 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 sehr ähnlich aus. Wie ist er? David, ne? Ja, fast alles geschafft. Da habe ich was übersehen. Schade. Aber gut. Aber das meiste habe ich gefunden. Ist doch okay. Kann man mit leben, finde ich, ne?